willkommen zur dritten Folge unseres Branchentalks. Ich freue mich heute, Herrn Kaisers begrüßen zu dürfen, Geschäftsführer der Global Assekuranz, und würde Sie bitten, sich selbst vorzustellen und Ihr Unternehmen vorzustellen, damit die Zuschauer eine Idee bekommen können, mit wem wir heute hier das Gespräch haben. Sehr gerne. Vorweg vielen herzlichen Dank für Ihre Einladung, Herr Kirsch. Ich freue mich, heute hier zu sein und dem Branchentalk, der ja noch relativ jung ist, heute beizuwohnen, ein schönes Mittel, um sich auszutauschen. Mein Name ist Tobias Kaisers, ich bin jetzt 40 Jahre alt und seit 11 Jahren globaler, seit letztem Jahr in der Gesamtverantwortung als Geschäftsführer und bin wohnhaft in Köln, habe 3 Kinder und vertrete hauptsächlich unsere Standorte Köln, Koblenz und Troisdorf entlang der Rheinschiene im Prinzip. Von Koblenz aus agieren wir seit 1971 als Versicherungsmakler und betreuen von den Standorten aus die hiesige Industrie und sind tief in der Region verwurzelt. Aktuell beschäftigen wir in der Global Assekuranz rund 75 Mitarbeiter und sind seit 2008 Teil der Global Unternehmensgruppe, die mit 200 Mitarbeitern und 10 Standorten bundesweit agiert und im Wesentlichen den industriellen Mittelstand betreut. Wie muss ich mir die Versicherungsbranche heutzutage vorstellen? Was sind da die Themen? Ja. Worauf kommt es an? Ja, der Markt hat sich tatsächlich dort sehr verändert in den letzten 15, 20 Jahren. So etwas wie Margendruck kannten Versicherer früher nicht. Das hat sich mit der anhaltenden Zinstiefphase deutlich verändert, das vor allen Dingen bei Lebens- und Rentenversicherern für Probleme sorgt. Aber auch Großschadenereignisse, stark steigende Schadenkostenquoten sorgen heute dafür, dass die Versicherer Druck haben und so ein bisschen die Digitalisierung verschlafen haben und dort jetzt hohe Summen investieren müssen. Der Markt ist enger geworden, schwieriger geworden, adäquaten Schutz zu finden, gerade für Risiken, die ein höheres Potenzial, Schadenpotenzial haben. Und das sind Dinge, die wir beobachten, Markttrends analysieren und die unseren Kunden zur Verfügung stellen. Das heißt also, meine nächste Frage wäre, wofür brauche ich einen Versicherungsmakler? Sie haben es jetzt ja eigentlich schon indirekt beantwortet. Es ist einfach so, dass ein Makler dann auch den Markt kontrolliert bzw. verfolgt, weiß, was sinnvoll ist, weiß, was notwendig ist und dann entsprechend auch ganz anders beraten kann? Ja. Zum einen, das Wichtigste, wofür Sie einen Makler brauchen, ist der Risikodialog. Unsere Kunden suchen das Gespräch, um herauszufinden, wo bestehen Schadenpotenziale, was sind Erfahrungen aus der Regulierungspraxis und brauchen das Gespräch, um erstmal das Risiko überhaupt zu erfassen. Und erst im zweiten Schritt geht es eigentlich darum, dieses Risiko auch am Markt zu finden und Möglichkeiten zu suchen, es adäquat zu versichern und damit auf einen externen Risikoträger auszulagern. Risikoprävention und der Dialog darum herum ist das Wesentliche. Und das ist genau der Punkt, der eben auch schwer zu digitalisieren ist. Gibt es denn so eine klassische Versicherung, wo Sie sagen, die wird vom Mittelstand völlig unterschätzt, ist aber doch essentiell für das tägliche Doing? Ja, tatsächlich. 2, die mir spontan einfallen, weil sie auch noch nicht so eine lange Tradition haben. Das ist zum einen die Cyberversicherung. Wir haben die ersten Schäden gegen Hackerattacken, gegen gewollte, aber auch gegen ungewollte Cyberangriffe, die indirekt bei Ihnen auf dem Server landen. Wir haben die Schadenereignisse. Die Durchdringung ist sehr gering. Es gibt noch nicht viele Policen am Markt, aber da sind einfach stark steigende Tendenzen zu verzeichnen. Und zum Zweiten ist das die Managerhaftpflichtversicherung, die D&O. Ja. Viele Mittelständler haben das Risiko noch nicht für sich versichert, aber wir alle wissen, als Organ stehen sie privat in der Haftung und diesen Schutz adäquat zu versichern, das ist heutzutage existenziell. Ja. Die Zeiten haben sich ein bisschen geändert durch die Verfügbarkeit von Informationen über diverse Medien, Internet, Social Media, haben ja Firmen, aber auch Privatpersonen, ganz anderen Zugriff auf Daten und Informationen. Jetzt sind die nicht immer so brauchbar und zuverlässig wie vielleicht Informationen von einem Versicherungsmakler. Aber es ist ja jetzt im Zeitalter von Check24 durchaus jedem überlassen, mit wenigen Stichworten, mit wenigen Schlagworten, mit wenigen Zahlen eigentlich einen Versicherungsvergleich zu starten.
Ja. Wie sehen Sie diesen Trend? Wie sehen Sie die Entwicklung dort? Wir beobachten das natürlich mit Spannung seit Jahren. Die Vergleichsportale sind wichtig alleine, um den Digitalisierungsprozess voranzutreiben, Innovation dort in den Markt zu bringen. Wir stellen allerdings in der Praxis fest, dass tatsächlich nur standardisierungsfähige Produkte über diese Portale vertrieben werden können. Das sind im Wesentlichen Privatkunden, Sparten, Wohngebäude, Hausrat, Haftpflicht, vielleicht noch private Bootsthemen, weil dort der Risikodialog nicht so existenziell ist wie im Firmengeschäft. Und dort sehen wir auch die Existenzberechtigung von Vergleichsportalen im Standardproduktsegment, im Privatsektor. Bewegt man sich ja so ein bisschen in einer falschen Sicherheit bei diesen Portalen, weil Policen sind ja wirklich immer sehr, sehr tiefgreifend, sind auch seitenlang teilweise. Da sind viele Inhalte und viele Klauseln drin. Portale lassen einem es so einfach wirken. Also man könnte meinen, mit ein paar Klicks hat man die perfekte Police und damit ist alles abgedeckt. Ist das so eine Scheinsicherheit, die man dahinter bekommt? Ja, das kann man absolut so sagen, denn das Produkt, das Sie bekommen, spiegelt ja nur das wider, was Sie eingeben. Und im Versicherungsvertrag ist es aber nun mal so, dass Sie als Versicherungsnehmer die Pflicht haben, alle Angaben korrekt auszuführen. Hier findet keine Prüfung durch einen Fachmann statt, es findet keine Beratung statt und demnach bekommen Sie, was Sie eingeben. Und das kann eben gut und richtig, aber eben auch falsch und im Schadenfall zu Problemen führen. Klare Empfehlung von uns ist immer, Rücksprache mit dem Fachmann zu halten, aber die Portale werden besser werden und sicherlich auch Chatmöglichkeiten in Zukunft bilden, vor dem Abschluss nochmal Rücksprache zu halten. Hier werden wir sicherlich Entwicklungen verzeichnen können. Jetzt kann ich von unserem eigenen Unternehmen sagen, wir haben ja auch eine Bandbreite an Versicherungen. Wir haben auch verschiedenste Unternehmen, bei denen wir versichert sind, durch Sie gemakelt. Ja. Wenn wir jetzt mal an die Weiterentwicklung im Bereich der Versicherungen denken, was ist so Ihre Vision, was ist vielleicht auch Ihr Wunsch, wo müssen Versicherungen hinkommen, damit das Arbeiten mit den Versicherungen und diese Vielfalt vielleicht auch ein bisschen vereinfacht werden kann? Ja, das wird vor allem auch durch den Wunsch der Versicherer vorangetrieben, Produkte zu standardisieren, Marktstandards zu schaffen, alleine um die internen Betriebsprozesse und Strukturen zu vereinfachen. Hier wird es auch wieder für den standardisierungsfähigen Bereich sicherlich schnellere und transparentere Lösungen bei der Vertragsauswahl geben in Zukunft. Wir sehen es aber nach wie vor so, dass entscheidend für das richtige Versicherungsprodukt die Bedarfs- und Risikoanalyse vor Ort sein muss. Und das wird gerade im Firmengeschäft, im industriellen Sektor nicht digitalisierbar sein. Die Zukunft der Versicherung muss mehr präventives Vorarbeiten in den Unternehmen sein, denn in der Vergangenheit wurden immer mehr Leistungen, immer geringere Selbstbehalte in die Versicherungsverträge gepackt und das ist heute verantwortlich für die steigenden Schadenkostenquoten und jetzt gerade merken wir es, der Markt verknappt sich, die Preise ziehen überall wieder an und es müssen Alternativen geschaffen werden, immer nur über die Preisspirale oder die Selbstbehaltsspirale zu arbeiten und da gibt es viele Ideen im Markt, alternative Ansätze, wie das Risikomanagement in den Unternehmen verbessert werden kann, sodass die Versicherungsverträge ein echtes Worst-Case-Szenario darstellen, das also existenzielle Risiken absichern soll. Jetzt möchte ich mal kurz den Schlenker zu Corona kriegen, auch wenn es ein Thema ist, was wir alle nicht mehr wirklich hören können. Corona hat ja nun auch viele Geschäfte, viele Firmen negativ beeinflusst. Ja. Oft ist es so, dass in solchen schwierigen wirtschaftlichen Situationen dann auch gegebenenfalls die Sichtbarkeit erzeugt wird, was an Versicherungen vielleicht fehlt. Hat Corona bei vielen Betrieben nochmal so den Anstoß gegeben, sich mit dem Thema Versicherung, auch Absicherung nochmal zu beschäftigen? Tatsächlich nicht so ausgeprägt wie erwartet. Okay. In den Unternehmen stellen wir fest, dass andere Themen eine deutlich höhere Priorität im Moment haben.
Auch dort geht es viel um Digitalisierung und Aufrechterhaltung der Produktions- und Verwaltungsprozesse. Was wir beobachten im Rahmen der Corona-Krise ist aber ein Trigger, ein Turbo der Geschehnisse im Markt, die ich gerade skizziert habe. Die Versicherer, die Risikoträger neigen dazu, eher ihre Kapazitäten zu kürzen, Preise anzuziehen und hier eigentlich die Situation auch für sich jetzt schon präventiv zu nutzen, um an der Preisspirale zu drehen. Denn die Versicherungswirtschaft erwartet noch Folgeschäden im Bereich Warenausfallversicherung, also Kreditversicherung. Genau, das wäre jetzt nicht die Versicherung, die ich gedacht hätte, ne? Betriebsausfallversicherung in der Gastronomie und in der Hotellerie hat schon Milliarden gekostet. Das hat natürlich auch die Schadenkostenquoten wieder getrieben, also Preisdruck ausgelöst. Wir werden noch durch nachgelagerte Insolvenzen Schadenfälle in der D&O-Versicherung sehen. Durch die Heimarbeitsplätze haben wir vermehrt Cyberschäden, weil einfach das Einfallstor durch die Heimnetzwerke größer ist als in den Firmennetzwerken. Also es gibt viele Versicherungssparten, die betroffen sind durch die Corona-Krise, aber eher negativ für den Risikoträger, den Versicherer sind. Und wir als Makler bereiten uns jetzt auf einen harten Markt wieder zu den Vertragsverlängerungen im Herbst vor. Insolvenzanmeldungen wurden ja ausgesetzt. Korrekt. Das kommt jetzt alles auf uns zu. Das heißt, da erwarten Sie auch eine deutlich schwierigere Zeit. Definitiv. Der Kleinunternehmer. Definitiv. Also es ist sehr, sehr branchenabhängig natürlich. Wir müssen ja im Rahmen der Vertragsführung jährlich die Umsätze abfragen. Und wie immer in dieser Krise gibt es Gewinner, die profitiert haben und stabile bis steigende Umsätze haben. Aber es gibt natürlich auch viele, deren Umsatz von heute auf morgen um 50 oder mehr Prozent eingebrochen ist. Und auch dort muss sich die Branche flexibel zeigen, wie wir diese Unternehmen jetzt über diese Zeit bringen. Jetzt feiern wir in diesem Jahr 100-jähriges Firmenjubiläum und arbeiten auch eng zusammen seit Jahren. Ja. Was verbinden Sie mit der Steiner AG, was verbinden Sie mit der Zusammenarbeit? Genau das, was ich am Mittelstand, am Familienbetrieb eigentlich so mag und was die Zusammenarbeit auch so spannend macht. Die AG für Steinindustrie arbeitet im Generationenprinzip, das ist das beste Beispiel dafür, und steht genau für das, Verantwortung für die Region, aber auch Flexibilität, der Wandel, sich auf die Moderne einzustellen, partnerschaftliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Man kann im Dialog sich austauschen, es basiert auf Vertrauen und das ist so bezeichnend für die gesamte mittelständische Industrie und warum wir uns auch in diesem Segment so wohlfühlen. Ich habe die Arbeit noch mit Herrn Harald Pitzen aufgenommen seinerzeit und durfte somit die Betriebsübergang auf die nächste Generation live mitverfolgen. Und wenn man so etwas gemeinsam macht, verbindet das und es ist schön, einfach diese Geschichte mitbegleiten zu dürfen. Ja. Schön. Ja, kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank auch für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Ich danke Ihnen auch für das Gespräch heute, für die Teilnahme. Es war sehr interessant. Und ich wünsche Ihnen alles Gute. Vielen herzlichen Dank. Danke für die Einladung.